Hallo liebe Freunde, zurück bei Airport CEO, hier haben wir gespielt. Ja, wir haben mittlerweile über 3100 Passagiere auf dem Flughafen. Ist ja der Vertrag noch gültig, doch der läuft noch 6 Tage. Ich musste in der Zwischenzeit hier einige Träge der Läden erneuern. Ja, wir haben mittlerweile 14 stehende Flugzeuge, 6, die starten wollen. Und ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen hier optimiert, dass wir hier nicht alles so rot haben mit den Abflügen. Jetzt war schon wieder einer Go to Gate. Aha. Gerade geändert. Boarding. Landet, landet, landet. Ja, hier ist eigentlich alles relativ grün, wenn man das so sieht. Wenn man hier schaut, wir haben relativ den Flugplan voll. Richtig vollgepackt bekommen. Das eigentlich an jedem einzelnen Tage. Bis auf Sonntag. Aber sonst relativ ausgebucht. So, ich wollte hier eigentlich mal noch, da haben sie nämlich in der Zwischenzeit das Dingens hingebaut. Da wollte ich eigentlich den Taxiway-Pfad noch etwas reinzeichnen. Hier mit One-Way versehen. Dass die uns hier eigentlich hier abkürzen können für die Stände hier oben und der für die hier, dass die auch ein bisschen schneller ja bei ihren Ständen ankommen. Derweil mal schauen, wie es so mit den Mitarbeitern und Fahrzeugen aussieht. Da sind wir relativ gut aufgestellt, ist alles im grünen Bereich. Den Mitarbeitern, ja, Janitors fehlen uns noch einige und vor allem Ramp Agent müssen wir aufstocken. Gehen wir hier mal zu den Janitors. Nehmen wir mal die 5 hier gleich mit. Und dann Ramp Agents, da brauchen wir viel mehr. Müssen wir dann in den nächsten paar Minuten nochmals nachschauen. Ja, in der Zwischenzeit sind hier oben auch die Stände besetzt. Wir könnten eigentlich, oh, mir fehlen noch die Wände. Ja, wir haben mal noch die Wände weggerissen. Weil ich das Fenster falsch rum drin hatte. Hier ist das Fenster auch noch falsch rum eingebaut. Das könnt ihr gleich mal rausnehmen. Dafür machen wir da unten. Hier mal das Fenster richtig rein, wenn wir schon hier sind. Hier haben wir das Fenster ebenfalls auch noch falsch drin. Nehmen wir gleich auch mal alle raus. So, das auch beheben. Beim ganzen Terminal haben wir die Fenster auch noch nicht wieder gemacht. Hier können wir noch den Boden anpassen unter dem Fenster. Dass es ein bisschen farblicher besser aussieht. Ja, aber fehlt das Fenster auch noch.
Wieder so das Kleine. Das hier. So rum. Und jetzt überall die Fenster drin. Ja, so passt es eigentlich. Das ist richtig. Hier könnte man noch die Fenster mal wieder machen. Ja, hier werden wir wahrscheinlich auch noch Sitzplätze benötigen. Oh, es hat Tür. Ich dachte gerade, hier hat es keine Türen drin. Sie sind anscheinend immer ein bisschen offen. Hier könnte man mal die Fenster reinmachen. Schauen, ob ich es jetzt richtig mache von Anfang an. Sind die Türen wieder irgendwie versetzt? Das Gefühl, weil die Türe da unten ist versetzt. Ja, die Türe hier stimmt nicht. Kann man jetzt auch gleich mal noch anpassen. Ist zu weit nach rechts gerutscht oder nach unten. Ja, Servicetechniker fehlen uns hier auch noch ein bisschen. Kriegen wir hier noch zwei Bänke hin? Zwei kleine. Oh ja. Schaut mal an. Dann machen wir hier noch zwei kleine Bänke hin. Wir könnten nur noch große Bänke hinstellen. Noch ein Monitor daneben. Wir hätten, das war jetzt die falsche Taste. So. Haben die nämlich hier auch noch einen Monitor. Bei denen den lassen wir weg. Kriegen wir hier vielleicht noch mehr Bänke hin. Nee, die nicht. Hier können wir da noch zwei kleine hinsetzen. So, dann haben wir hier mal genug Sitzplätze. Vorerst. Da oben wäre noch notwendig. Mit kleinen Flieger. Wobei, das sind die mittleren. Die Medium Stands. Man könnte nur noch einen Monitor hinstellen. Das würde ich glatt eigentlich machen. Dabei können wir hier noch einen hinsetzen. Dann machen wir doch hier noch einer hin. Oder wir können auch zwei machen. Noch ein bisschen pflanzliche Dekoration. Schadet sicherlich auch nicht. Oder hier vielleicht noch zwei Abfalleimer mal dazwischen. Müsste man sich vielleicht auch mal noch überlegen. Der passt jetzt hier nicht hin.
Ihr könnt noch einen machen. Da. Unten. Nein. Die sind auch zu nah beieinander. Wieso sind die so nah? Aha. Und hier. Ah, hier haben wir zwei Abstand gemacht jeweils. Hier haben wir sogar zwei Abstand gemacht. Okay. Na gut, das haben wir hier auch gemacht. Hier haben wir nur einen Abstand zwischen den Bänken. Ja, wir sind wieder mal nicht so konsequent gewesen. So überall gleichen Abstände haben. Das können wir ja dann immer noch ändern. Respektive, das werde ich dann noch ändern. Weil, ja, macht eigentlich schon Sinn, dass man überall die gleichen Abstände hat. So, machen wir hier überall noch die Abfalleimer dazu. Da haben es, hier fehlen es noch. Können wir eigentlich die Ich muss noch einmal kurz was schauen bezüglich dem. Haben wir hier neue Sachen? Oh. Da hat es wieder neue modulare Sofa, okay. Ein modulares Sofa gegeben. Cool. Habe ich jetzt nicht mal gesehen. Ist mir nicht mal aufgefallen, dass da neue Sachen dazugekommen sind. Seit dem letzten Update, was es ja gab. So, jetzt haben wir, glaube ich, überall ein bisschen Abfalleimer und Co. hingemacht. Kurz schauen wegen, ja, wegen dem hier, ob er das irgendwie, ah, das kann man auch hier drinnen machen. Okay. Was? Ich würde hier gerne so ein Streifen grün haben. So zwischen den Bänken. Dass man hier ein bisschen mehr, ja, Farben in das Ganze reinbringen. Also hier ein bisschen, ja, ein bisschen die Eintonigkeit, die wir hier haben, ein bisschen auflockern können. Hier würde es wahrscheinlich auch noch Sinn machen. Wir könnten hier sogar noch Bänke hinstellen. Kurz schauen, wie das aussieht, wenn wir hier noch solche Bänke haben.
Hier noch nur zwei und dann machen wir hier noch so Pflanzenkörbe hin. Gut, die sind jetzt ein bisschen zu nah aufeinander gebaut. Was hier so? Kommen wir nochmals zwei Bänke hin. Ich sage, das können wir eigentlich so stehen lassen. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist hier diese Wand. Die ist irgendwie ein bisschen zu weit nach unten. Die haben wir nämlich hier auch noch. Die können wir auch noch ein bisschen kürzen. Ja, hier sind die Security auch schon am Arbeiten. Nehmen wir die Employees noch raus. Weil die werden wir jetzt noch gleich wie hier da unten noch einfügen. Ich habe nämlich dort noch vergessen. So, hier und hier. Müssen wir hier noch die Wand ein bisschen wegnehmen. Weil die Warteschlange wäre noch wichtig. Das will ich mal noch machen. Können sie hier nämlich anstehen. Das können wir mal bis hier hinziehen. Schließen wir da oben jetzt die Wand typischerweise auf der Seite und dann machen wir das hier drüben genau gleich. Dass sie hier nicht mehr lang können. Könnten hier sogar die Wand ein bisschen anders hinstellen. Machen hier mal die Warteschlange bis hier ins Eck. Ja, die eigentlich ein bisschen weiter nach unten. So, jetzt ist sie am richtigen Ort. Machen wir auch noch mit den ebenfalls. Gut, können die hier nicht nämlich so rein, um anzustehen. Ja, die Passagierzahl hat sich hier vehement erhöht. Das ist ja auch der Sinn dieser Sache, dieser Übung. Eieiei. Ja, wir haben hier viel, viel Passagiere mittlerweile. Hier sind. Aber ich muss dazu auch sagen, wir haben trotzdem wenig Verspätungen. Ja gut, jetzt haben wir schon etwas mehr, aber das ist nur gut, das sind 7 Minuten.
Der Service ist aber abgeschlossen, das ist aber wegen den... im Check-in. Okay. Ist hier ein bisschen das Problem? Wir haben eigentlich genug Check-ins. Die meisten sind ja eh leer. Und die Passagiere sind auch nicht alle immer in den Security-Zonen. Weil die Flüge sollten ja hier schon wirklich langsam weg, eigentlich. Das ist komisch, warum das die nicht gehen. Da hätte das Boarding ja eh schon. Der hätte schon lange weg sein müssen, hey. Warum ist der denn immer noch hier? Sechs Uhr. Moment, ich gehe mal hier auf Pause. Ich muss es mal kurz anschauen, warum die hier schon wieder solche Verspätungen aufweisen. Ist auch 6 Uhr. 4 Uhr. 4 Uhr. Okay, sie sind alle in Plan. Der müsste auch weg sein eigentlich. Schicken wir jetzt mal manuell weg. Der hier ebenfalls. Es ist wahrscheinlich, weil wir zu wenig Personal haben. Vermute ich jetzt mal. 4 Uhr. Ja, wahrscheinlich, weil wir einfach zu wenig Personal hier haben. Der müsste jetzt eigentlich auch weg sein. Wo sind denn hier schon wieder die Passagiere? Ach, come on. Müssen wir hier das wirklich anders lösen? Ich glaube, ich muss das hier ein bisschen anders lösen hier. Vielleicht hier noch ein Security reinsetzen. Hier die ganzen Leute da rüber zu bringen. Ein Exit und hier drüben wieder ein Eingang. Umgekehrt. Das würde heißen, wir müssen hier die Wand nochmal ein bisschen anpassen. Was das angeht. Ja, ich muss hier noch ein bisschen umbauen, so wie es aussieht und warum das die hier rumstehen. Ist mir auch nicht ganz bekannt. Hier müssen eigentlich nicht alle offen sein momentan. Hier reicht eigentlich, wenn mal einer offen ist. Oder die beiden. Ja, wird wahrscheinlich Zeit, dass wir hier auch noch Security-Zonen einrichten. Noch mehr. Ja, liebe Freunde, wir sind leider schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Oh je, da haben wir auch richtig viel los jetzt. Ja, hier tummeln sie sich auch rum. Ja, wir werden hier dann mal noch mit den Bussen schauen, wie
wie wir das Ganze machen. Ich würde dann auch hier irgendwie noch die das Ganze ein bisschen ändern, hingehend, dass wir das ein bisschen anders machen. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Dann hoffe ich, ihr seid ja am Freitag wieder mit dabei, wenn es ja dann weitergeht. Bis dahin, alles Gute und bis denn. Tschüss!